Guten Morgen, Deutschland. Wir hauen heute mal richtig einen raus. Techniker Krankenkasse gibt bekannt, 440.000 Impfnebenwirkungen im Jahr 2021. Wenn man diese nicht so ganz komplizierten rausrechnet, bleiben 290.000 übrig. Ja, hochgerechnet mal auf alle Impflinge, dann liegen wir bei den 3,3 Millionen. Läuft im besten Deutschland aller Zeiten. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Karlchen jetzt Paxlovid obendrauf nimmt, nicht wahr? Weil der Karlchen ist ja schwer krank, ne? Das wissen wir ja. Gute Besserung an dieser Stelle nochmal an das Karlchen, ne? Wie hat er es doch gleich auf Twitter gestern geschrieben? 4 Impfungen, aber aus Sorge vor Komplikationen. Das nennt er wahrscheinlich dann diesen schweren Verlauf, weil eine andere Komplikation fällt mir da jetzt einfach nicht ein. Kann er ja mal aufdröseln, wäre ja mal nicht schlecht, ja? Also was sind Komplikationen, das schwere Verläufe oder nicht, ja? Auf jeden Fall, aufgrund dieser Komplikationen, wo er in Sorge ist, nimmt er noch Paxlovid obendrauf. Ja, toll, supergeil. Ist übrigens das Zeug, was er Anfang Juli eingekauft hat und was in den Ladenregalen versauert. Ja. Also entweder macht er jetzt gerade die beste, geilste Marketing-Werbefachtechnische Werbung überhaupt. Und keine Ahnung, vielleicht hat er ja einen Provisionsvertrag. Man weiß es ja nicht, ne? Kann man ja mal fragen. Ne? Oder aber, ja, was ist mit den 4 Impfungen? Ne? Also, dass man jetzt noch Paxlovid oben drauf nehmen muss, damit man Komplikationen, Klammer auf, schwere Verläufe, Klammer zu, verhindert. Ich find's geil, Leute. Ja? Aber hey, 440.000 Impfnebenwirkungen alleine bei der Techniker Krankenkasse bei 11 Millionen zahlenden Mitgliedern. Ja, Deutschland. Geile Nummer, beste Deutschland aller Zeiten. Übrigens, die Kiew-Inkasso meldet sich auch schon wieder. Ja? Kiew-Inkasso will wieder mehr Milliarden haben, logischerweise. Ist auch kein Wunder, ne? Nach dem Bericht von Amnesty International. Ja? Da haben sie jetzt nicht so gut ausgesehen. Ja? Und die Wuki-Gemeinde dreht natürlich voll am Rad. Also die Wuki-Gemeinde mit der Ukrainski-Flagge drin. Ja? Weil, ganz einfach, Viktor Orban. Viktor Orban war in Texas in den USA und hat mal einen auf dem waschechten Texaner gemacht. Ne? Wir brauchen weniger Drag Queens, sondern wir brauchen mehr Chuck Norris. Leute, hier geht die Post ab da draußen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schönen Samstag. Der Himmel sieht heute ein bisschen besser aus wie vor 2 Tagen. Von daher, lasst es euch gut gehen. Im besten Wookie-Deutschland, moralversifften, gegenderten Deutschland aller Zeiten. Übrigens, wo der FC Bayern demnächst wieder deutscher Meister wird, weil die anderen 17 Vereine zu blöd zum Kämpfen sind. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.